So, willkommen zurück zu einem neuen Part Legend of Zelda Breath of the Wild und ich schrei hier rum. So, irgendwie läuft der langsam hier. Und wir müssen in diese Richtung. Und ich wäre gerne echt komplett durchgeflogen. Und wir brauchen gleich irgendwas gegen Hitze, ne? Oder wir müssen uns in der Nacht fortbewegen. Habe ich denn noch irgendwas? Irgendwas gegen Hitze? Nur gegen Brand. Der Brandschutzeffekt. Auf dem Todesberg gibt es keinen größeren Segen. Aber bestimmt nicht in der Wüste. Wegen trockene Luft und sowas. So, östliche Gerudo-Ruinen. Tja. Das war die Frage, ob wir... Wir hatten doch hier irgendwas gesehen, oder? So, ne? Also da... Oha. Kommen wir auf jeden Fall nicht hin, aber da ist irgendwas, ne? Wo die Vögel gerade so lang fliegen. Da werden wir jetzt mal hinfliegen. Da gleiten. Und hoffen... dass wir nicht gleich verbrutzeln hier. Da ist ein Exalfos. So. Oh, der war daneben. So, der hat getroffen. Und. Ist ja noch nicht aufgetaucht, das. Aufgetaucht. Aufgetaut. So. Okay. Das hat ihn irgendwie wenig gejuckt. Oh, was? Spinnst wohl was? Spinnst wohl was? Scheiße, Waffentasche voll. Die Waffentasche ist voll. So. Das sieht mal aus wie eine Oase. Aber es wird wahrscheinlich noch nicht das Dorf der Gerudos sein. Denke ich mal nicht. Wenn ja, dann Musik auch nicht. Ich muss sagen, ich habe verdammt wenig Herzen. Wenn ich schon so sehe, was andere so haben, boah. Bin ja echt so Kackibun, ey. Okay. Der hat irgendwas gemacht mit mir. Der mag mich nicht. Habe ich das Gefühl. Das kommt mir bekannt vor. Oh, ist das lila, Alter, was ist los? Ein Kamel? Krass. Kenn ich jetzt erst. Ein Kamel, was komische Geräusche macht. Und wo es blitzt? Donnerfluch oder was? Okay. Aber hatten wir ja. Ne, Wasserfluch hatten wir, ne? So, jetzt ist schon zu warm, ne? Jetzt ist zu warm. So, wenn ich jetzt diese anziehe, ist immer noch zu warm? Ist immer noch zu warm? Und ist auch zu warm. So. Da stöhnt er. Können wir das nehmen und das nehmen? Und wo ist der Helm? Nur ist ihm auch zu warm. So, und wenn wir das nehmen und einfach nur das nehmen und das ablegen. Das ablegen. Ist ihm auch zu warm. Sind zu warm. War das Terry? Der Wüstenwasser. So, und hier ist es wieder nicht zu warm. Okay. Aber ich habe gar nicht genug Rubine, ne? Ach du Scheiße. Diese wahnsinnige Hitze. Oh!
das sind ja Sie wieder. Was hätten Sie denn gerne oder möchten Sie etwas verkaufen? Mal gucken, was du hast. Ich bin sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe. Bitte sehen Sie sich um. Wärmt frostige Bilder. Diese Libelle bevorzugt kühle Orte wie den Schatten von Bäumen. Ihre Flügel enthalten ein Kühlmittel, mit dem sich Medizin gegen Hitze herstellen lässt. Ah, das ist mir jetzt alles zu teuer. So ein Tier, obwohl wir eben gerade noch, ne, in der Hitze waren. Ne? Hi. Und Onni. Ich dachte, es wäre ein Gerudo, ey. Guten Morgen. Oder Sabata, wie die Gerudo sagen. Kennen wir uns nicht? Oder doch nicht? Ich bin aus dem Dorf der Orni hierher gekommen. Da war ich. Ach ja. Das ist schön kühl, oder? Einerseits bin ich froh, dass ich aus dem Dorf der Orni zum Geldverdienen hierher gekommen bin. Aber um den Mittag herum ist die Hitze hier echt unerträglich. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Auch wenn sie mich nicht reinlassen. Von außen würde ich mir die Stadt schon mal gern ansehen. Ich habe gehört, aus Insekten mit Kühlungseffekt und Monstermaterial kann man ein Mittel gegen Hitze machen. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der so was verkauft. Insekten mit Kühlungseffekt scheint es nur an kalten Orten der Gerudo-Hochebene zu geben. Aber ich habe Angst vor den Monstern dort. Deshalb habe ich aufgegeben, das Mittel selbst herzustellen und sitze jetzt erstmal hier fest. Ein Mittel gegen Hitze. So, Insekten mit Kühlungseffekten. Hier gibt es Melonen. Pass auf, wo du hintrittst. Ich muss bezahlen oder was? Brennt Lichterloh, ey. So, ich habe ja, glaube ich, Insekten mit Kühlungseffekten. Gucken wir mal. Oder? Nee, Glutlibellen habe ich. Ah, scheiße, Dings hat Insekten. Doch, hier eine Frostlibelle. In die Hand, zack. So. Und Monstermaterialien, hat er gesagt. Ja, aber welche? Schleimgelee? Doch, ich glaube so. Und Kochi-Kochi machen. Kochi-Kochi! Und Kühlungsmedizin, ja. Und das ist genau das, was ich brauche, ey. Scheiße. Ach. Genau das, was ich brauche. Oh, kann das wirklich wahr sein? Hier die Medizin. Bitte schön. Vielen Dank. Jetzt kann ich die Wissen überfern sagen. Sache ist, in diesem Austausch für die Medizin. Okay, hat sich zumindest gelohnt. In der Sprache der Gerudo sagt man Sack, Sack, um sich zu bedanken. Sack, Sack. Hier ist noch ein Gerone. Er verschwindet nicht. Ich sehe mir gerade den Sandsturm an. Willst du mitmachen? Sandstürme sind in der Wüste eine große Gefahr. Wenn da hineingerät, kann man sich leicht verirren. Der Sandsturm, den man von hier aus sehen kann, klart angeblich jeden Tag für ein paar Stunden auf. Ich will zu diesem großen Turm, aber ich muss den richtigen Zeitpunkt anpassen. Really? So, was gibt's hier in dem Haus? Guten Tag. Oh, tut mir leid. Was sag? Ich möchte kaufen. Wir haben nur das, was du dort siehst. Wenn du eine größere Menge Pfeile brauchst, musst du dich in Gerudo Stadt umsehen. Als Woi werden sie dich aber wohl nicht in die Stadt lassen. Brauchst du noch etwas? Nun, was sollst du mir denn abkaufen? Nichts. Brauchst du noch etwas? Ja, sehen. So, was gibt's denn hier? Aha, hier gibt's auf jeden Fall ein Rezept. Und was verkaufst du nun? So, das ist der Rastort. So, hier.
Alle möglichen Pfeile verkauft ihr, okay. So, okay, jeden Fall einmal geil. Okay. Jeden Fall, uff. Jeden Fall einmal. Richtig nice. Richtig nice. So. Was gibt's hier oben noch? Kann man das irgendwie ausstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? So, da hinten ist Gerudo Stadt. So, und warum soll ich denn warten, dass da irgendwas ist? Weil da steht auch noch einer. Gucken, hat der noch irgendwas Schickes? Ja, ne? Dieser Sandsturm soll angeblich jeden Tag mehrere Stunden lang abflauen, aber bisher merke ich davon nichts. In den Tiefen des Sturms sollen die Schätze einer vergangenen Zivilisation zu stecken sein. Deswegen stehe ich hier und warte, dass er dann schon nachlässt, damit ich mich die Suche machen kann. Vielleicht bin ich einer Fehlinformation aufgesessen. Ach, und wer bist du eigentlich? Ein Schrein? Okay. Ist da vielleicht so eine Art Rätsel oder so? Ziehen wir erstmal wieder hier unser Zeug an. In der Nacht müsste es kalt werden, ne? In der Nacht müsste es kalt werden. Oh! Und hier ist zu warm. Wir haben keine Medizin. Brandschutz hilft nicht. Alles mit dem Rauschen da unten auf der Karte, das finde ich ja total genial eigentlich. So. Ist natürlich doof, dass es hier so heiß ist. Und dass die andere Rüstung nicht hilft, dagegen gegen die Hitze. Ja, weil es eine feuchte Hitze ist, ne? Oder so eine komische Hitze. So, jetzt müsste jetzt aber gleich kühler werden, weil wir immer weiter nach oben kommen. Beziehungsweise es wird gerade immer windiger. Da drüben gibt es eine Kiste. Ist die magnetisch? Ne, natürlich nicht. Doch eigentlich schon, oder? Gucken wir mal, was drin ist. Eispfeile. Gut, nehmen wir mit. So. Hier gibt es anscheinend irgendwo einen Schrein, den wir noch nicht gesehen haben. Den wird man wahrscheinlich relativ gut sehen können, den Schrein. Wenn man ihn sieht. So, und jetzt. Der Schrein ist in der Nähe, sagt er. Dort. Ne, dort. Okay, also dort ist irgendwo ein Schrein. Ja, dieses Schreinradar hört nämlich auf. Aber relativ unter uns befindet sich ein Schrein. So, wo ist jetzt dieser Turm? So, jetzt bin ich in Schatten, ne? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich in der Sonne bin, bestimmt wieder heiß. Also es wäre genial, wenn Nintendo das so programmiert hätte. Werden sie aber wahrscheinlich nicht gemacht haben. Ui. Nee, haben sie nicht gemacht. Obwohl, ich bin ja immer noch im Schatten. Ich bin ja immer noch im Schatten. So, und da ist der Turm. Und boah, der ist ganz schön hoch. Was ist denn da los? Damit hast du nicht... Oh, tschüss. Damit hat er nicht gerechnet. Aber sowas von nicht.
Verbrenner, du. Vielleicht grillwild, Mann. Oh. Der ist verdammt hoch. Verdammt hoch. Der Schatten. Oh, der, wo kommt der Schatten her? Kommt noch nicht da. Okay, was ist das? So. Wir können wahrscheinlich hoch. So ein bisschen hochlatschen hier. Können wir jetzt auch machen. So, wir werden jetzt hochlaufen. Mal gucken. Oh nee, das wäre so ein Ekelpaket. Gut. Den haben wir erstmal vereist. So. So, ruckel, ruckel. So. Boah, diese Ruckler, ey, krass. Standbild. So. Ein Standbild. Wenn wir mal gucken, wenn wir ganz oben sind. Und da oben gibt's noch mehr, ne? Okay, wenn wir uns einmal hier hochkämpfen. Scheiße. Nee, falsch. So, ne? Genau. Bombenpfeile hier. Nö, 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 du triffelst mich nicht. Siehst du? Da kommt mein Goron-Freund, der macht dich kaputt. So, ui, eine silberne. Goldene. Feuerpfeile. Nice, nice, nice. Also, hier geht's jetzt weiter nach oben. Ist da was? Wo wollt ihr denn hin? Mein Gröbel haut ab. Mein Gröbel. Das kann ich ja gleich essen, ne? Hier, lecker Luxus und Edelgröbel. Yay. Oh, ey. Spinnst wohl, was? Ist ja richtig ein Knall. Tschüss. Ja, richtig ein Knall gehabt, der Typ, ey. Was rennt der denn der Bombe hinterher? Was ist er denn für ein Kloppimat, ey? Bam, bam, bam. Oh. Obwohl, er hat ja eine, ne? Er hat ja irgendeine Waffe. Oh, wo ist denn die hin? Wo ist denn seine Waffe hin? Ah, da rollert sie. So, die nehmen wir gleich mit hier. Zack. Eine neue Lanze. So, und das ist sogar... so gewollt. So, und hier gibt es diese Frostlibellen, ne? Ja. Und ich habe hier irgendjemanden, der hier Musik gespielt.
sehen, wo der ist. Der war eigentlich relativ über mir gerade, ne? Hoch ist es noch? Ja, ist nicht hoch. Ist nicht hoch hier. Ja, wohl. Ein Stück ist jetzt schon noch. So, jetzt klettern wir mal hier hoch. So. Stein steht da, oder? Steht da hinten? Ne, das ist ein Fuchs. Ach Quatsch, ein Wolf. Ich habe hier einen gehört, aber. Ach, von hier könnte ich jetzt schon rüber. Aber da ist, glaube ich. Ach, da hinten. Der steht sogar da oben drauf. Okay. Ob es jetzt hier nochmal eine Kiste oder sowas gibt? Was gibt es hier auf dem Felsen? Gibt es da vielleicht einen Krog auf dem Felsen? Gucken wir mal, wa? Okay, gibt es Gemisch drauf? Ach, verdammt. Ich wollte mich eigentlich anpirschen. Du fällst gleich. Und zwar jetzt. Aber anscheinend hat es dich nicht gestört. So. Da gibt es hier irgendwas Leckeres. Irgendwas Schönes. Auf den ersten Blick sehe ich nichts. Was ist das denn hier? Zack. Ja. Auf den ersten Blick sehe ich nichts. So, und dann funktioniert das hier eigentlich ganz einfach. Ne? Man kommt hier ganz einfach rüber, indem man das auflädt. Und dann hoch und rüber. Und man braucht ganz wenig nur klettern. Das ist doch was. So mag ich das. So mag ich das. Einfach, einfach ist schön. So. Kashiwa. Oh. Verzeih mir. Ich war ganz in dieses Lied vertieft. Mein seliger Meister hat es einst verfasst. Es ist für den Helden bestimmt, der die große Verheerung bekämpfen wird, die vor 100 Jahren unser Land zerstört hat. Aber in all diesen 100 Jahren hat sich uns kein Held gezeigt. Dabei glaubte mein Meister ganz fest daran, ich übe das Lied jeden Tag, in der Hoffnung, dass eines Tages der Held meinen Worten lauschen wird. Oh, Verzeihung, ich rede und rede wieder. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, bitte, zeig mal. Mit Vergnügen legen wir los. Scheint Himmelslicht im Nordwesten hell, an des Turmes Schattens Spitze mit Mut. So schnell kann ich nicht lesen, damit die Heldenprüfung sich auftut. Okay. Also da muss ich stehen, ne? Wenn die Sonne aufgeht. In diesen Worten liegt ein Mysterium, das ich in 1000 Jahren nicht lösen könnte. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Der zweite Hinweis. Die Sonne geht aber erst viel, viel später auf. So. Haben wir den Türmchen aktiviert. Haben wir die Karte wieder ein Stück erweitert. Es gibt hier noch so viel Zeug, ey. Ja, ich muss das irgendwann mal absuchen, wenn ich unterwegs dann spielen kann. Sobald ich Ganondorf besiegt habe. Oder die Verheerung Ganon aufgehalten habe. Ich weiß ja gar nicht, ob es Ganondorf hier überhaupt gibt. Keine Ahnung. Bestimmt nicht, wenn es nur die Verheerung ist. So. Ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, wir stürzen irgendwelche Abgründe hinab und sterben. Das ist bestimmt lustig. So. Also bis dann. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.